Tja, vorerst scheint es für die Helden wohl kein Zurück mehr an den warmen Strahlestrand zu geben. Und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich durch das schmuddelige Winterwetter hindurchzukämpfen. Dabei entdecken sie eine ihnen bislang noch unbekannte Spezies. Ist das ein Schwein? Ist das ein Rabbit? Ein Schnee-Schweine-Rabbit? Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Mario Rabbids and Spark of Hope. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu diesen sehr eisig kalten Temperaturen in diesem Spiel, denn wir befinden uns auf Flockenbrocken der zweiten Welt und ich finde, es hört sich immer noch an wie ausgekotztes von einem Schneemann. Aber egal, ja, wir sollen letztendlich eine Finsterzeitpfütze aus dem Weg räumen, die sich irgendwo da oben weiter befindet. Ganz genau haben wir irgendwie den Weg noch nicht so wirklich ausmachen können. Da genau ist die Markierung letztendlich zum kalten Schlund des Berges. Dort soll diese Finsterzeitpfütze sein. Aber ich habe noch nicht so wirklich rausgefunden, wie wir da hinkommen. Das war so ein bisschen der Struggle in der letzten Folge, wo wir hier zwischen Schneestürmen herumgeirrt sind. Und ich sehe gerade, ich bin nackt. Mein ganzer Schmuck liegt doch vor mir. Jetzt, da ich es weiß, fühle ich mich auch erst recht nackt. Okay, Ladies and Gentlemen. Ich werde erstmal meine Tonnen an Schmuck anlegen. Viele Ohrlöcher, viel Schmuck. Tonnen sind es natürlich nicht. Sorry. Nackt kann ich natürlich, das kann ich nicht verantworten. Vor allen Dingen nicht im Schnee. Das kann ich euch nicht zumuten. Also, ich bin gleich wieder zurück. So, Ladies and Gentlemen, das fühlt sich doch gleich viel besser an. Und aus dem Augenwinkel habe ich schon gesehen, dass meine scheißbeschissene Scheißtechnik, genau diese, schon wieder ein bisschen am Rumstruggeln war. So, Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch hoffentlich viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Ja, wir suchen jetzt irgendwie einen Weg zu dieser Finsterzeitpfütze, wobei ich gerade auch gar nicht weiß, wo wir uns genau befinden. Das heißt, wir werden vermutlich jetzt alles irgendwie nochmal ein bisschen ablaufen. Vielen Dank für die Beseitigung der Pfütze. Ich könnte vor Freude springen, aber meine Hose ist doch eingefroren. Oh Gott, die hören sich alle an wie dauererkältet. Corona, daran erinnern es uns doch alle, oder? Ach so, doch, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das war so eine Art Sackgasse und genau hier an dieser Stelle war eine Pfütze. Und genau an dieser Stelle haben wir Pause gemacht. Und ich wollte eigentlich immer noch herausfinden, was hier gegenüber ist, aber das sieht nicht so aus, als wäre es möglich, das herauszufinden. So, hier ist was zugeeist. Da müssen wir mal schauen, wie wir das Eis wegbekommen. Heißt aber übersetzt, hier kommen wir nicht weiter, richtig? Richtig, richtig, richtig. Und auch hier kommen wir nicht weiter und können auch nirgendwo hinspringen. Weil das Spiel ja sowieso so ein bisschen anders gestaltet ist. Ich würde daher... Ich glaube, wir sind hierher gekommen, richtig? Ja, pass auf. Ich würde daher... Hier einmal wirklich zurück. Hier haben wir nämlich auch den Händler. Miseras Armee hat den Planeten überfallen. Überall Quetscher. Ich traue mich nicht mal mit den Füßen aufzutreten, damit mir warm wird. Wenn ihr wenigstens drei Quetscher erledigen würdet, könnte ich mir vielleicht einen veganen Chai-Kakao holen. Also, Quetscherjagd, das werden wir tun. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Das sind sie nämlich... Die schleppen quasi Steine. Wumps. Schleppen sie auf dem Rücken. Besiege alle. Die waren jetzt auch gar nicht so schwer zu besiegen. Wir werden jetzt als allererstes mal in die Taktik-Cam gehen.
4 Stück haben wir. So, das sind sie. Quetscher. Empfindlich gegenüber Schleim, unempfindlich gegenüber Schock. Wenn ich das so richtig sehe, haben wir beides nicht im Team. Wir haben Protektorion im Gepäck. Wir haben... Oh, ich weiß gar nicht, wie sie... Doch, warte mal, die Teamverwaltung. So, da kann ich es euch zeigen. Wir haben Protektorion, wir haben bei Rabbit Peach Gluto und wir haben hier bei Mario Eraser, wobei... Oh, wobei, wir könnten tatsächlich vielleicht Eraser austauschen. Oh, pass auf. Dann lasst uns doch einfach mal den Toxi-Shaker jetzt hier reinsetzen. Eraser hatten wir gesehen, den fand ich ja schon sehr, sehr gut. Damit kann Mario so eine Elektrifizierung, ich nenne es jetzt einfach mal Elektrifizierung machen, wenn er die Raserei, also beziehungsweise er setzt den Spark ein und wenn er danach die Raserei gegen einen Gegner einsetzt, kriegen die doch zusätzlich halt Elektroschock. So, Toxi-Shaker, was kann er denn? Den haben wir eh bis jetzt noch gar nicht irgendwie ausprobiert, eingesetzt und getestet. Wir sollten ihn jetzt wirklich auch mal ins Team ziehen. Und ich muss unbedingt mal die Helden auch so ein bisschen austauschen, weil ich bis jetzt immer noch mit Rebella, Rabbit Peach und Mario zugange bin. Wobei sich das gar nicht so großartig unterscheidet. Zwischen Rabbit Peach und Peach, Mario und Rabbit Mario. Gut, wir haben Luigi auch noch. Es unterscheidet sich halt ein bisschen bei den Waffen. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall alle noch mal ein bisschen austesten, ne? Ich soll ja auch nicht zu einseitig werden. Aber Toxi-Shaker macht Schockwellenschleim im Radius von 13 Meter. Braucht 3 Züge, um sich zu regenerieren. 3 Schockwellen, die 65 bis 65... Das ist doch mal auch eine Range, die 65 bis 65 Schaden. Pass auf, ich vermute, es könnte sein, dass es 65 Schaden verursacht. Und den Schleim-Supereffekt haben. Schleimschutz, der Schaden durch Supereffekte wird um 30% verringert. Helden sind nicht vom Schleim-Supereffekt betroffen. Gut, aufwerten können wir noch nicht, aber wir haben das jetzt so im Team und legen jetzt los. Mit dem ersten Kampf. Ah, Frage, wie genau gehen wir jetzt vor? Achso, pass auf, ich glaube, wir werden mit Mario über den Teamsprung gleich mal hier in die Region reinfliegen. Einmal Raserei machen. Dann hänge ich fest. So. Das war... Oh, die Schockwelle ist ja richtig gut. Die erledigt gleich 2. Oh, das lohnt sich. Das ist also mit dem Radius gemeint. Warte, wir können tatsächlich noch auf ihn gehen. Und dann hat Mario gleich 3 auf einmal besiegt. Okay, das ist wild. Das ist richtig crazy. Das ist ja richtig wild. Dann möchte ich jetzt mit Rebella zu dem nächsten. Okay, krass. Der Spark eignet sich ja richtig, richtig gut. So, weiter kommen wir nicht ran. Aber mit 2 Helden alle 4 erledigt. Gut, das war Nummer 1. Dann müssen wir noch 2 erledigen. Gut, Quetscher zur Strecke bringen. Das kriegen wir hin. Da haben wir hier noch einen rumschwofen. Hier unten, warte mal. Das ist die Stelle, wo wir gerade hergekommen sind. Zack. So, los geht's. Oh, das sieht anders aus. Oh, warum sieht das anders aus? Besiege alle. Was sind da hinten für Höhlen? Also wir haben auch nur 4, aber das Level-Design sieht komplett anders aus. Pass auf, warte mal. 1, 2, 3. 3 haben wir und... Aha, guck mal, wen wir hier haben. Habt ihr die Töne gehört? So, prinzipiell bräuchten wir jetzt noch Aquarion mit im Team. Werde ich das Team jetzt daraufhin einfach mal anpassen? Ja.
Hier, anstatt Protektorion werden wir hier... Oder wir lassen's und probieren's einfach mal so. Pass auf, wir probieren's jetzt einfach mal so. Wegen dem einen jetzt extra hier alles umtauschen, das wäre ja blöd. Okay, pass auf. So. Ich sehe nix! Scheiß Technik, Alter! Versag doch jetzt nicht! Am Arsch! Ich werde mal kurz warten, bis es sich wieder eingekriegt hat. So, also, OBS ist einfach konstant abgestürzt. Seit dem letzten Update habe ich so unfassbar große Probleme mit diesem Aufnahmeprogramm. Er ist nervt. Und dadurch, dass er meine Capture Card schon einfach keinen Bock mehr hat... was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Nervig as fuck. So, jetzt habe ich mich ein bisschen ausgekotzt. Weil das Blöde ist natürlich auch, dass ich dann die Videos so dämlich schneiden muss. Und das nervt, wenn ich so viel Schneidarbeit habe. Das kostet alles Zeit. Ja, aber doch keine Zeit. So, wo genau will ich jetzt hin? Wo ist der... Achso, der ist hier unten. Der ist hier unten. Ach, wie dumm. Ach, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Das habe ich nicht gesehen. Okay, pass auf. Dann muss Rabbit Peach jetzt einfach mal probieren. Wobei, Feuer macht denen nichts, ne? Hatten wir gesagt. Gott, es leidet. Es leidet. Ach, doch. So, gut. Erledigt. Es leidet. Genauso wie ich. Ich leide auch. So, das war Nummer 2. Das war Nummer 2. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, suchen wir noch einen dritten Quetscher, den wir zur Strecke bringen werden. Wissen wir eigentlich, was hier schwimmt? Nee, ne? Waren wir beim Händler? Auch noch nicht. Da wollte ich tatsächlich hin. Ah, dann ist das vielleicht der Weg. Das ist vielleicht der Weg, den wir gesucht haben. Rabattbot 9,99 plus TX. Auf Flockenbrocken ist es kalt, aber die Rabatte sind heiß. Denn wenn die Temperatur entfallen, tut das auf meine Preise. Ihr seht aus wie Kunden, die einen erlesenen Geschmack haben. Nicht so wie die Hinterwäldler, die sonst hier vorbeikommen. Selbst wenn gute Qualität eine Netzpython wäre, würden die sich nicht mal erkennen, wenn sie sie lebendig verschlingen würde. Ja, und wenn man die Kosten der Lieferkettenlogistik in dieser Umgebung mit einkalkuliert, dann leert ihr mir ja geradezu die Taschen. Es ist schon beinahe so, als würdet ihr mich ausrauben. Hilfe! Aber im Ernst, denkt nicht mal dran. Ihr habt doch haufenweise Münzen, oder? Naja, haufenweise. Nicht unbedingt. Oh, er hat Paublock im Angebot. Haben wir denn Geld? Ja, ich habe ein bisschen was. Also, Paublock im Angebot. Dann holen wir das. Aber wir wollten ja auf jeden Fall ein paar Superpilze haben, weil wir die brauchen. So, was haben wir hier Schönes? Neuer Bewegungsradius. So, und hier haben wir jetzt auch einen Schlüssel, der Winterzeitschlüssel. Das heißt, wir werden 11 von diesen Schneeflocken brauchen, um diesen Schlüssel zu bekommen. Gut, 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 gut. Dann wissen wir Bescheid, Ladies and Gentlemen. Und mir fällt gerade ein, dass wir auf Strahlestrand noch nicht alles gekauft haben. Aber das war jetzt erstmal das, was ich haben wollte. Und ich glaube, um in unserem Ziel voranzukommen, müssen wir hier oben oder hier weiter zumindest laufen. Aber wo ist die 3? Ich sehe nichts da. Ja, ich müsste rennen. Nee, das war die falsche Taste. Hier ist die Renntaste, ne? Warte mal, das probieren wir nochmal. Da hängt einer fest, glaube ich. So, warte. Okay, los geht's. Ja. Und sie läuft schon wieder komplett falsch. Ach, das gibt's doch nicht. Hä? Tauchen die anders auf? Sehe ich das von oben? Wo ist der nächste? Hä? Vorhin haben wir irgendwie anders begonnen, oder? Sind wir von hier gekommen? Von wo sind wir gekommen? Von hier, ne? Okay,
Okay, pass auf. Eins. Zwei, die müssen wir noch aktivieren. Drei. Ach, renn doch nicht gegen den Busch, Alter! Das gibt's doch nicht. Oh. Zu langsam. Ich bin einfach zu langsam für die Geschichte. Lach nicht! Das ist nicht lustig. So, immerhin gibt es ein paar Tröstemünzen. Ja, weiß, was ich meine, ne? Der Trostpreis. Ich kriege immer nur die Trostpreise ab. Naja, besser Trostpreise als gar keine Preise. Wir brauchen noch einen Typen mit einem Stein auf dem Rücken. Aber irgendwie gibt es hier keinen. Gut, dann gucken wir mal, was hier jetzt los ist. Sorry, Sportsfreunde, aber keine Fischweitwurf-Herausforderung bei diesem Wetter. Zu gefährlich. Das ist der Typ, den wir schon kennen aus Strahlestrand. Ich glaube ja. Kann ich auf dem Eis laufen oder bricht das ein? Das wäre jetzt auch lustig, wenn Rabbit Peach absackt. Okay, hier war ich noch nicht. Pass auf. Dann werden wir hier gleich mal hinlaufen. Das sieht aus wie ein Brunnen, aber auch alles eingefroren. Alles eingefroren. Jo, das ist definitiv ein neuer Bereich. Aber auch keiner, der uns jetzt essentiell irgendwie weiterbringt. Oder? Tja, dann lass uns mal weiter nach oben gucken. Runter können wir nicht. Nee. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber höher können wir nicht, weil hier ist Eis. Wie kriegen wir denn das Eis weg? Kriegen wir das Eis mit Raserei vielleicht weg? Das habe ich so jetzt auch noch nicht ausprobiert. Warte. Nee. Wie kriegen wir das Eis weg? Ich habe keine Ahnung, wie wir das Eis wegkriegen. Und hier ist auch so ein Schleim-Dings. Da kommen wir auch nicht weiter. Kommen wir hier in die Höhle rein? Auch nicht. Warum kommen wir nirgendwo rein? Ich habe keine Ahnung. Uns bleibt dann nur der Weg zurück. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen frustrierend. Also Flockenbrocken hat einen tatsächlich größeren Frustfaktor auf mich als... was ist das? Okay. Als ich gedacht hätte. So, und hier ist nämlich unser Schiff. Das heißt, wir sind jetzt eine Runde rum. Und ich habe keine Ahnung, wie wir nach oben kommen sollen. Muss ich euch jetzt ganz klar einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, wie wir hier nach oben kommen sollen, weil dazu müssen wir das Eis schmelzen. Aber wie kriegen wir Eis zum Schmelzen? Wie kriegen wir Eis zum Schmelzen? Müssen wir vielleicht doch Sparks austauschen? Weil wir haben ja einen Feuerspark dabei. Den haben wir aber ausgewählt. Muss Rebella den Feuerspark vielleicht haben? Ich weiß nicht, wie wir Eis auflösen. Weil das ist ja jetzt unser Problem, um hier weiterzukommen. Aber wir hatten schon mehrere Eisflächen. Tja. Und irgendwas sagt mir, dass wir auch den Wächter noch nicht gefunden haben. Vielleicht ist das ja auch noch ein Problem. Es hieß ja, finde den Wächter. Irgendwas habe ich übersehen. Vermute ich. Fürchte ich. Aber wir haben doch am besagten Baum, an dem es hieß, schüttel doch mal an den Baum, haben wir geschüttelt. Pass auf. Ich schüttel jetzt nochmal. Weil da kam ja das Spark raus. Boah, Leute, ne? Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Weil ich nicht weiß, wie wir da hochkommen sollen. Sowas hasse ich ja, ne? Gerade wenn du gar nicht so weit laufen kannst. Aber hier ist das auch eine ziemliche Sackgasse. Also, Ladies und Gentlemen, ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Vor allen Dingen ist hier Stufe 12. Vielleicht kommen wir auch noch nicht hin, weil wir noch nicht Stufe 12 sind. Weil wir sind Stufe
Was sind wir denn für eine Stufe? Ach doch, wir sind Stufe 12. Oh, Wunder, oh Wunder. Okay, dann sind wir doch Stufe 12. Dann vielleicht doch irgendwas in den Höhlen? Weil... Ich kann es mir sonst nicht anders vorstellen. Weil hier hätten wir ja einen Weg direkt hin, aber da war ja auch irgendwie Eis davor. Was habe ich übersehen? Gut, also runter kommen wir nur über diesen Weg. So, hier unten war ja so eine Art Sackgasse. Wir werden jetzt trotzdem ihn hier jetzt nochmal umlegen, weil das wäre dann der dritte seiner Art. Und dann hätten wir wenigstens die Nebenquest einmal erledigt. Es tut mir leid, dass ich gerade nicht weiß, wie wir weiterkommen sollen. Tja. Okay, es sind vier und da sehen wir alle vier vor uns. Dann geht die Geschichte los. Wir werden dann... Tja, was werden wir tun? Wir werden mit Rebella einfach... der liegt ja da oben irgendwo. Komme ich da oben hin? Ja, komme ich. Sehr gut. Dann werden wir uns dem hier jetzt mal widmen. Zack. So. Das war Nummer 1. Minus 1. Minus 1. Entschuldigung, ich habe dich nicht aussprechen lassen. Das ist nicht gut. So, wir werden mit Rabbit Peach jetzt mal hier lang laufen. Und das war zu weit, weil ich will Mario mit einem Teamsprung nach unten holen. Weil ich mir erhoffe, dass ich vielleicht alle drei treffe, wenn ich mich hier vielleicht runterlasse. Ja, das sieht gut aus. Ey, geil. Also dieser Schleim ist wirklich ultra. Sehr, sehr cool. Und es waren übrigens nicht 65, sondern 110 an Schaden, wie ihr gesehen habt. Was jetzt aber noch nicht heißt, dass ich wüsste, wo wir jetzt lang können. Ich bin immer noch ein bisschen verzweifelt, weil ich keine Ahnung habe, wo lang. Uns bleibt tatsächlich nur, irgendwie alles nochmal so ein bisschen abzulaufen. Ja, mach doch weiter. Ein bisschen minimal frustrierend. So, Quetscherjagd. Immerhin eine Sache erfolgreich gelöst. Mit ihm haben wir ja gesprochen und hier konnten wir letztendlich nicht weiter, weil ich habe es ja schon prophezeit, es ist eine Sackgasse. War aber aus dem Grund sehr gut, weil es hier einen Quetscher gegeben hat. Oh, warte mal, was ist hier? Was ist es? Ach so, hier waren wir auch. Ja, ja, das ist die zweite Sackgasse. Hier hat sie irgendwelche Informationen bekommen. Mehr gibt es hier aber leider wirklich nicht. Das heißt, eigentlich haben wir nur diesen Weg hier nach oben. So, die Steine hier haben wir zum Umfallen gebracht. Auch wie ich hier an die Geschichte rankomme, keine Ahnung. Ich weiß nicht, da muss es ja auch irgendeine Verbindung noch geben. Oh, aber dann ist das ja auch eine Sackgasse. Dann ist das auch eine amtliche Sackgasse. Sehe ich das richtig? Ja. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wo zum Henker muss ich denn jetzt lang? Warte. Hier ist auch wieder Eis. Wenn ich wüsste, wie man das Eis wegbekommt. Aber niemand gibt einem Infos, ne? Niemand sagt einem, wie das weggeht. Wo kommen wir hier eigentlich runter? Lass es uns testen. Weiß ich nicht. Ah, doch, warte mal. Wir haben jetzt hier die... Ah, ja, ja, gut. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Leiter aktiviert. Das ist schon mal gut. Aber... Tja. Wir laufen einfach mal noch ein bisschen weiter nach oben. Und hier kommen wir nämlich an dem ersten Höhleneingang. Und es gibt keinen anderen Weg, den wir sonst nehmen können. Es gibt nur diese Höhle. Wir müssen uns einfach alles nochmal richtig gut angucken. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Wenn ich nur rausfinden würde, wo. So, da mussten wir den Stein, glaube ich, nach unten machen. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir laufen einfach wirklich alles nochmal ab.
Wenn wir so noch ein paar Münzen mehr mitkriegen, ist das ja ziemlich gut. Nehmen wir mit. Jede Münze zählt. Wo führt denn die Röhre hin? Achso, die Röhre führt nach da oben, ne? Und die Leiter haben wir aktiviert. Ich weiß gerade noch nicht, wo führt diese Röhre hin? Pass auf, wir nehmen mal diese Röhre. Die führt nach unten, ne? Naja, okay, gut. Ich glaube, so über den Weg haben wir es aktiviert. Ja, ja, doch, ich erinnere mich. Weil diese Leiter hier nicht da war. Warum hat das erst nicht funktioniert? Das ist doch Ausschiebung. So, also sind wir uns einig, in diesem Höhlenteil gibt es nichts anderes. Das heißt, wir verlassen den Höhlenteil und sind jetzt eine Ebene höher gekommen. So, Freunde. Hier können wir jetzt einmal runterklettern. Und hier haben wir nämlich auch, guck mal, Eis. Und an dem Eis können wir nichts rütteln. Und auch diese Wellen kommen da nicht hin. Da fängt die Verwirrung nämlich schon an. So, er wünscht sich ein anderes Outfit. Er findet es zu gefährlich, Schneemänner zu machen. Und hier haben wir Eis. Das heißt, wir kommen auch nicht über diese Brücke. Wir müssen irgendwie das Eis wegmachen. Haben wir sonst noch irgendwas an Funktionen, was wir tun können? Nein. Wir haben nichts anderes. Das heißt, das ist der einzige Weg, den wir wirklich so gehen können. Ja. Und dadurch, dass wir das Eis nicht wegbekommen, können wir auch nicht hier weiter runter. Weil wir nicht auf die Seite rüberkommen. So, mit denen haben wir auch schon gekämpft. Jetzt hätten wir theoretisch zwei Wege. Und hätten einmal diesen hier, wo aber auch wieder Eis im Weg ist. Das heißt, es bleibt uns nur ein Weg. Ich laufe mal an ihm direkt wirklich auch vorbei. Und dieser eine einzelne Weg führt uns hier entlang. Da können wir noch nicht hoch, weil wir die Leiter noch nicht aktiviert haben. Wir können aber zum Beispiel hier nach unten laufen. Und hier unten waren wir... Oder? Waren wir schon? Weiß ich nicht. Also, okay, wir haben jetzt doch mehrere Sachen. Wir haben hier einen Höhleneingang, wo ich noch nicht weiß, ob wir drin waren. Dann haben wir hier einen Höhleneingang. Hier haben wir Eis, mit dem wir nichts tun können. Und einen Baum. Und kein Signal. Und Bewegungsboost erhalten. Okay, pass auf. Dann lass uns doch erst nochmal hier unten reingehen. Und schauen, ob uns das irgendwie weiterbringt. Ah ja, doch. Ich glaube, hier waren wir, aber das Level war zu hoch. Stufe 12. Aber guck mal, wir haben doch jetzt Stufe 12. Das soll doch jetzt eigentlich hin... Vielleicht müssen wir einfach wirklich auch so eine Pfütze erledigen, um weiterzukommen. Ich glaube, an dieser Pfütze waren wir und sind verzweifelt. Kann das sein? Kann das sein? Aber war die Stufe 12 oder war die höher? Ich weiß es gerade nicht. Mehr Erinnerung gelöscht. Eishöhle der Finsterzeit. Besiege Sniper. Ja, ich erinnere mich. Wir waren auf jeden Fall schon hier. Nur ich erinnere mich nicht mehr daran, was für Fehler wir begangen haben. Ich weiß, wir haben auf jeden Fall Fehler gemacht. Ja, ja. Also nur die Sniper. Die sind auch noch so prima verteilt. Und dann haben wir auch noch die Frostkeulen. Feuer haben wir, brauchen wir auch und gut, Feuer brauchen wir ganz unbedingt und Eis bringt uns gar nichts. Ja, pass auf, dann legen wir los. Aber wie legen wir jetzt los? Mich würde mal interessieren, wie sich Mario mit seiner Toxic-Geschichte macht gegenüber der Sniper. Kann ich so nicht beurteilen. Bin ich, glaube ich, noch ein Stück zu weit weg. Ich glaube, wir werden erstmal die Deckung von ihm jetzt hier einmal ein bisschen wegmachen. Wir müssen
müssen uns vielleicht ein bisschen passieren, okay? Ich weiß noch nicht, ob die Taktik jetzt irgendwie gut ist, funktioniert. Nicht gut ist. Ich weiß nicht. Ich werde mich ein wenig nach vorne wagen. Aber mir bleibt nur ungeschützt zu bleiben. So, das war jetzt tatsächlich schon mal ein bisschen blöd. Wir könnten Pau einmal einsetzen. Sie kann ihn auf nichts werfen, ne? Ach, wie doof. Okay, und Rebella steht natürlich jetzt ganz, ganz far away vom Schuss, weil sie so weit weg ist. Ich weiß nicht, ob der Zug nicht schon wieder scheiße war. Oh Gott, die Frostkeulen sollen ja nicht zu mir ankommen. Bitte nicht, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Also, wir sollen ja alles smiten. Die sind halt nur so arg verteilt. Nein! All of Rabbit Peach! Ja, aber es ist gut, wenn der jetzt hier rankommt. Haben wir nur noch den da unten? Nur noch den da unten. Oh, Ladies and Gentlemen. Also, wir werden... Ist das der Sniper? Yes. Ich weiß noch nicht. Was macht denn Rabbit Peach? Rabbit Peach wird erstmal sich selbst vor allen Dingen und Mario heilen. Yes, so sieht es aus. Wenn ich den Spark jetzt einsetze, ist das schon wieder schlecht. Pass auf, ich glaube, ich werde Rebella jetzt erstmal nach unten holen. Indem ich jemanden Zacken nach oben komme. So, pass auf. Ich werde mich mal hier rüber schwingen. Okay, das ist mir zu gewagt. Oh, ich stehe jetzt richtig schlecht. Oh, ich stehe richtig in der Zielscheibe. Okay, das ist schlecht. Das fängt schon wieder scheiße an, ne? Pass auf, dann muss ich Rosaball wählen. Bin ich jetzt ein bisschen dahinter? Immer noch nicht. Okay, pass auf, dann brauchen wir die Sturmklinge. Definitiv. Schubst. Okay, es kann nur schief gehen, Ladies and Gentlemen. Wobei, Mario ist ja jetzt noch am Zug. Mario könnte ja jetzt einfach mal... Oh, das ist gut. Das ist gut. Schützen wir Rebella. Oh, guck mal, was der einfach... Was dieses Schleim... Was dieser Schleim-Spark einfach für eine krasse Wirkung hat. Habt ihr das gesehen? Ich stelle mich mal hier jetzt hin. Pass auf, dann schalte ich ihn aus und... Ach, ich hab mich gesehen. Oh Gott, er explodiert. Da war was. Jetzt sitzt Rebella auf jeden Fall fest. Gut, dann... Dampti-dampti-dampti-dampti-dam. Laufe ich mal hier jetzt nach unten. Ach so, ich habe nur noch einen Aktionspunkt, ne? Uäh. Gehen wir mal auf den. Der soll so ein bisschen aus seiner Deckung mal raus. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt nur auf die Frostkeulen losgehen. Ah, und der Schleim, der wirkt noch nach. Oh, der Schleim ist richtig gut. Gift ist wie bei Pokémon. Wie bei Pokémon. Sehr guten Effekt. Ich fürchte nur, dass wir gleich Rebella schon wieder opfern und verlieren. Ja, ja. Weil, wenn da noch eine Frostkeule irgendwie oben rauf geht, dann... Hallo, Entschuldigung. Hallo. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ja, ja, Mario kann das ab. Okay, Ladies and Gentlemen. Wir müssen uns als allererstes mal um Rebella kümmern.
Die braucht ganz dringend Heilung. Immer her damit. So, dann müssen wir gucken. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wir wollen den Sniper hier hinten. Und hier haben wir welche. Das Ding ist, ich glaube, ich werde mal hier jetzt auf den gehen und mich möglichst weit entfernen. Und dann kann ich an den so direkt nicht ran. Dann laufe ich doch nochmal an eine Stelle, wo ich irgendwo rankomme. Und das wäre eindeutig der hier. Wir müssen uns versuchen, auf die Sniper zu konzentrieren. Es bringt nichts, mit den Fußzöllen zu spielen. Gut, dann werde ich hier mich jetzt mal nach unten wagen. Wo ist denn Rabbit Pete? Pass auf, kann mir der Teamsprung jetzt hier weiter verhelfen? Ich teste es mal aus. Eigentlich müsste ich damit noch ein Stück weiterkommen. Oh ja, damit komme ich sehr gut ran. Ja, damit komme ich wesentlich weiter ran. Zwar auch nicht direkt dran, das heißt, er wird jetzt das nächste Mal wieder ordentlich kassieren. Aber das muss ich jetzt in Kauf nehmen. Gut. Und da hinten war doch jetzt noch einer. Den werde ich jetzt hier auch mit ihr mal angehen. Ich bleibe einfach komplett ungeschützt, ne? Siehst du das? Warum habe ich Gluto nicht eingesetzt? Weil ich dumm bin. Weil ich einfach dumm bin. So, wir nehmen einfach den nächsten Zug und hoffen, dass es für alle jetzt gut aussieht. Ach, siehst du, Rebella ist auch ein bisschen vom Gift getroffen. Rebella ist gleich tot. Na, ja, ich muss mich nicht bewegen. Wenn der sich jetzt nicht wegbewegt, was aber tun wird, was er komplett tut. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, Rebella ist weg. Fast. Einer noch drauf, dann ist sie weg. Scheiße. Das gibt doch nicht. Menschenskinder. So, okay, pass auf. Also, wir werden wieder mal eins machen. Wir müssen Rebella genau richtig schützen. War jetzt nicht wirklich viel. Ah, was können wir tun, ist die Frage. Wir können uns ja jetzt nicht bewegen. Prinzipiell bräuchte ich Protektorion. Ja. Auf ihn loszuklöppeln, bringt ja auch nichts. So, lieber nochmal eine Runde Schutz. Gut, kann Mario hier jetzt wenigstens mal was ausrichten? Können wir Chancen erhöhen? Nö, können wir nicht. Also wir können nur ganz normal wieder draufklöppeln. Und wir werden Heldensicht einsetzen. Weil wenn der sich dahin bewegt, schießt er. Ich weiß zwar nicht, ob es ihn dann Schachmatt setzt. Aber das werden wir dann rausfinden. So, Rebella kann nichts mehr tun. Das heißt, Rabbit Peach. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung jetzt klug ist. Ja, wenn er wegläuft, ist es gut. Wenn er da hinten bleibt, kaputt geht, ist das noch besser, dann ist er aus dem Weg. So. Wenn das heißt, dass ich jetzt festklebe, so what? Oh. Rebella geht's halt nicht gut, ne? Das ist gut, das ist richtig gut. Das heißt, wir haben nur noch einen, den da oben. Aber es läuft, glaube ich, besser als das letzte Mal, als ich hier war. Auch wenn es immer noch nicht optimal ist, ne? Das einfach nur mal so gesagt. Wir brauchen Heilung. Und ich brauche einfach neue Technik, Mann. Das nervt. Heilsame Energie, kommt sofort. Das nervt doch. Stirbt doch jetzt. Aber natürlich stirbt er nicht. Es wäre zu einfach, wenn er jetzt einfach verrecken würde. Immer her damit. Immer her damit. So, kann ich jetzt ein bisschen mal weglaufen, wegrennen? Das sieht gut aus. Aber kann ich richtig weit wegrennen? Nicht wirklich. Kann ich Mario holen? Auch nicht. Also, ich kann tatsächlich gar nichts unterstützend tun, ne?
Nein, ich kann wirklich gar nichts tun. Ich werde die Sturmklinge aktivieren. Ich will da auf den anderen... Naja, wobei... Ich will ihn jetzt nicht noch weiter piesacken. You know? Damit können wir auch nichts tun. Ich kann nichts tun. Das ist ein leider verschenkter Zug. Ja, ich hab's befürchtet. Aber lieber er macht so eine Geschichte, als dann irgendwas anderes. Den da oben müssen wir jetzt aber mit Rabbit Peach tun. Ja, ja, das ist gut. Rabbit Peach ist die einzige wahre Kämpferin. Ja, ja, das kriegt sie hin. Guck mal. Ja, erledigt. Ziel. Erreicht. Geschafft. Ich hoffe ja, dass wir jetzt einen Durchgang damit kriegen. Irgendwas, wo wir durchlaufen können. Scheiß Technik. Habe ich das schon mal gesagt? Hashtag Scheiß Technik. Hashtag verärgert. Weil Scheiß Technik. Verschissene Scheiß Technik. So. Sehr oft Scheiße, hat sie gesagt. Gut. Aber es ist eine Sackgasse, ne? Wie das Ganze weitergeht, Ladies and Gentlemen, ob wir irgendwie an ein Ziel rankommen werden, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Schaltet euch daher sehr, sehr gerne ein und bis dahin genießt den Tag. Flucht nicht über eure Technik und seid ein wenig dirty dabei.